Jason schaut jetzt auch gar nicht mehr auf seine Hand wegen der neuen Tattoos. Also Tattoos, ne, Tattoos. Egal. Und ja. Er sieht ihn scheinbar gar nicht mehr, aber er weiß, wie es läuft und passt. Alter! Ich merke mich auch nichts. Doch, hier hoch, ja. Okay, so, und das, ja, das kann jetzt ein bisschen eine lange Fahrt werden. Naja, eine lange Fahrt, 500 Meter. 400 Meter bald. Ich hoffe, gerade wollte ich sagen, ich hoffe, uns begegnen keine Pferde. Alter, keine Pferde. So, bist du des Wahnsinns oder was? Du Arschloch. Boah, der will mich verkohlen. Gerade wollte ich sagen, hoffentlich begegnen uns keine Piraten. Was passiert? Piraten. Geil. Super, ey, meine Schutzweste ist schon wieder komplett runtergeballert den ganzen Tag. Oh, Mann. Weißt du was? Scheiß drauf. Gehen wir zu Fuß, ist sicherer. Hier sieht's nach Krokodilen aus. Ja, was sage ich? Okay. Lalalala. Soll ich dich wegholen? Ich hol dich weg, aber auf meine Art. Ja, komm. Was kann ich so blöd zu tun? Du bist jetzt des Todes. Zack. So, dich baue ich eh nochmal. Naja, eigentlich baue ich dich nicht, aber... Komm. Zack, 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 zack. Dankeschön. So, ja. Habt ihr gemerkt, Leute? Hier war solche großen Blätter scheiße und dann war hier ein Krokodil drin. Hier ist aber sicher keins drin, oder? Nee. Gut, das heißt. Aber ich trau trotzdem den ganzen Blättern nicht, das ist schlimm. Eigentlich können wir damit ein bisschen Geld nehmen hier, das ist schön. Okay. Oh, Piraten. Pirates. Ja, ihr habt mich nicht gesehen, komm, du. Du machst dann noch was an dem Schwein, mir egal. Weißt du was? Ihr zwei seid jetzt gleich tot. Was ist denn das? Ein Stein. Ja, kannst gleich schlafen. Für immer. Oh oh. Weiß ich nicht. Zack! Ich wollte jetzt eigentlich wollte ich jetzt beides machen. Den Kettendeckdown und irgendwie Messer werfen. Und da dachte ich mir, okay, passt, mach einfach irgendwas, was du willst. Und ja, hat einen Kettendeckdown gemacht. Gut. Aber ich glaube, Kettendeckdown bringt ja auch mehr, weil für einen normalen Deckdown 50 und dann Kettendeckdown 100 und Messerwurf nur 50. Oder auch 100, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay. Aber jetzt ein Auto können wir schon mal wieder fahren. Was ist das denn noch? Nicht weiter, okay. Hallo? Nimm jetzt. Dann könnten wir eigentlich theoretisch auch hier hochkommen, wenn ihr oder? Nee. Komm schon. Komm schon! Okay, nehmen wir das Auto. Nehmen wir das Auto und fahren den Berg hoch, oder? So. Sind das sowas von richtig? Ja. Okay. Oh oh. Nein. Nein, bitte seht. Mann! Ihr blöden Penner! Alter. Schieß es so in die Eier. Ja, ey! Willst du was von mir oder was? Vollidiot. Ach, weißt du was? Komm, leg mich. Tschüss. Boah, die Piraten nerven, ey. Kack auf Autofahren jetzt hier, kein Bock. So, ein bisschen Abkürzung. Über den Berg. Aha, das ist hier hinten. Okay. Und schon wieder ein Auto, ja. Gut, dass wir jetzt zu Fuß gehen, weil es ist besser. Mit Auto können wir dann fahren, wenn Auto fahren zum Aussichtspunkt, das ist nicht Aussichtsposten, das ist nicht die beste Möglichkeit. Also es wäre schon besser, wenn man erst mit Auto zum Fahren, wenn
Wenn die wissen, dass hier keine Piraten mehr rumlaufen können und tun und weiß ich nicht. Brennt hier was oder was ist denn jetzt schon wieder? Achso, das ist die Wolke, die was uns zeigen soll, dass hier was ist. Okay. Hier ist auch noch Schatz und so weiter. Immer her damit. Immer her damit. Genau. Gut, okay. Haben wir hier einen Aussichtspunkt, einen guten? Ja, nicht wirklich, oder? Doch, hier oben. Hier oben, der ist perfekt. Hier komplett hoch. Ja, der ist perfekt. So. Der ist richtig scheiße. Mein. Oh, nö, komm. Nicht dein Ernst, oder? Bär. Ich weiß nicht von wo, es ist mir auch egal. Ich will es gar nicht wissen. Weg. Ach du Scheiße. Wo ist jetzt der verschissene Bär? Hallo? Da oben. Okay, er hat's aufgegeben. Ich hoff's. Alter, jetzt muss ich alles aufpassen. Die Bären und die ganzen Pimmel. Hä, wollte mich verkohlen? Das kann nie im Leben viel nur sein. Das wollte mir nichts zu erzählen. Also ich glaube, hier brauche ich unbedingt einen Alarm, weil das ist hier nicht einfach. Das sehe ich jetzt schon. Runter, runter, okay. Tiger. Ist das ein Tiger oder Leopard? Ist doch jemand drin? Oder ist der hinter mir? Oh oh. Hilfe? What the fuck? Heilige Scheiße, ey. Was ist das? Was? Kein Plan. Ich habe keine Ahnung, was der hier drin hat. Gar nichts. Ich höre einen Leopard oder so ein Scheiß, aber ich sehe keinen. Oh mein Gott, wie soll ich das machen? Sag mal, wollt ihr mich verkohlen? Heilige Scheiße. Ob ich das lasse schafft, das ist die Frage. Die laufen ja alle oben rum, das ist schlimm. Das ist verdammt schlimm. Den kann ich jetzt aber nicht wegholen. Mist. Soll ich ein Auto auch noch? Wollte ich mich verkohlen? Ich bin fertig. Mist. Mist. Okay. Ich hätte meine Chance gehabt, ich Trottel. Ich glaube, ich hätte meine Chance gehabt, aber ich habe es verkackt. Das ist nicht einfach, das ist überhaupt nicht einfach. Hier ist nur ein Alarm, oder? Und der eine Alarm, der wird von zwei Vollidioten bewacht. Super. Ach du Scheiße. Okay. Komm, bitte. Ja, genau, perfekt. Okay, Freundchen. So. Jetzt muss ich richtig warten und dann habe ich ihn. Nämlich jetzt. Nein, nein, nein. Scheiße! Scheiße, Pisse, Kacke, Arsch, was ist los? Geh weg von dem Scheißalarm, du Arschloch! Mann! What the fuck is going fucking on, Alter? Fuck the shit, weg, 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 einfach bloß weg. Heidewitzka, was war denn das? What the fuck, verpisst dich von mir! Verpisst euch jetzt hier!
Scheiße! Komm, friss die Scheiße und lass mich in Ruhe. Alter! Verpiss dich jetzt! Mann! Arschloch! Alter, ich brenn! Nicht, doch, ich brenn! Mata mir! Oh. Wie ich das leise hätten schaffen sollen, weiß ich nicht. Oh fuck. Halt die Fresse! Du auch! Komm, brenn! Brenn und geh drauf! Du hast mich nicht gesehen, laber keinen. Komm. Wo ist dieser scheiß Leopard oder was auch immer? Oder habe ich den aus Versehen freigelassen oder so? Doch, hier ist ein Leopard, sag ich doch. Ich sag's doch. Das hat sich doch die ganze Zeit angehört wie ein Leopard, aber ich habe ihn nicht gesehen. Komm ich hier hoch? Hä? Ich komme hier hoch, wusste ich gar nicht. Okay. Komm, halt die Fresse, dich töte ich jetzt von oben, weil ich noch kann. Du gehst doch genau hier hin, du Vollidiot. Oh, schlecht. Zack, du hast mich gar nicht. Ich hab dich. So, das war's. Oh, wenn ich zuletzt noch Stealth Kill. Zwei habe ich Stealth. Ja, Stealth Kill war es auch nicht. Aber woher wussten die das, dass ich jetzt hier bin? Hätten die auch denken können, dass der einfach runtergefallen ist. Mehr nicht. Naja, egal. Okay, so Leopard, dich brauche ich sowieso. Also das passt ja perfekt. So. What the fuck? Okay, jetzt. Ja, er ist tot, keine Sorge. Ich dachte schon, wie fällt denn der aus? Oh, sehr gut. So, was kann ich jetzt machen? Irgendwas kann ich machen. Springen? Das Ding? Ne, Spritzentasche will ich. Hallo, nicht blöd werden. So, was brauche ich hier? Schwarzen Panthers. Ach du Scheiße, Panther. Ach, dieser schwarze Panther, das ist jetzt wieder nur so eine Geschichte, das ist schlimm. Hä, ist das ein Bug oder muss das so aussehen wegen der Folie oder so? Ich glaube, das muss so aussehen. Ja, doch. Okay. Dicke, dicke, dicke. Okay, wo ist dieser eine Schatz? Hier drin oder was? Hä? Hier. Gut. Ja, gute Arbeit. Wie bitte? Also wirklich jetzt ohne Witz, Leute. Wie hätte ich das leise machen sollen? Kann mir das jetzt irgendjemand sagen? Hier waren jetzt 10.000 Leute hier oben. Hier waren so viele Leute. Das ist. Also wer das leise schafft, Respekt. Ich schau. Nee. Nee. Das ist sogar für mich zu schwer, obwohl ich es so gern und so gut stealth, aber ne, das ist, boah, das ist hammerhart. Okay, weil, komischweise, die haben fast alle irgendwo hingeschaut und die haben das auch bemerkt, wie ich den runtergezogen habe, also richtig runtergeholt habe und ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich das machen hätte sollen, egal. Geschafft ist geschafft, so. Denn der Papa ja nicht mehr, komm, piss dich. 4 Bären habe ich schon wieder. Gut. Muni bisschen. 3.400. Ich habe noch immer nicht genug Geld für den Schredder. Hä? Doch, habe ich. 200. Warte mal. Ich kaufe zuerst mal meine Panzerung. Nee, geht sie nicht aus. Nee, geht sie nicht aus. Fuck. Doch, doch, es geht sich aus. What the fuck, es geht sich echt aus. Mist. Doch, es geht sich aus. Komisch, wie ist denn das jetzt passiert? Bam. Bam. So, jetzt habe ich's. Sag, ich bin fast pleite. Wie viel Geld habe ich jetzt noch? $24 von 6.000, okay. Hohoho. Jetzt kann man stealthen. Jetzt kann man ein bisschen stealthen. Das ist jetzt aber meine, ja, sozusagen Pistole. Ja, das ist meine Pistole jetzt da. Okay, seltenes Tier, sonst nicht. Ja, Bogen, ja, Paten mit Bogen, ja, du. Was? Ja, Paten?
haben die Frau, jagen sie, ja, keine Ahnung, wie viele Leoparden hier sind, aber kannst knicken. Nee, Leoparden und beim Bogen auch, sicher nicht, bin nur nicht blöd. Okay. So, das wäre jetzt auch befreit. Das sieht doch mal schön aus. So, jetzt haben wir noch oben hier eine. Ich glaube, das könnten wir dann auch beim nächsten Mal machen. Okay, dann würde ich sagen, wir reisen jetzt nochmal schnell hier hin, dass wir dann in der nächsten Aufnahme gleich mit der Hauptmission beginnen können. Und dann, wenn wir mal die letzten, also die wichtigsten Sachen eigentlich freigeschaltet haben und dann auch gekauft haben, dann werden wir mal ganz, ja, dann werden wir mal. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Genau, wenn wir dann wieder beim nächsten Part, wenn wir dann die Hauptmission machen, wenn wir das gemacht haben, reisen wir dann hierhin oder halt irgendwo in der Nähe, wo wir sind. Dann nehmen wir den Außenposten ein und dann irgendwann, wenn wir mal die richtige Fähigkeit haben, weil ich weiß ja, welche Fähigkeit wir brauchen, die haben wir bis jetzt aber leider noch nicht, dann werden wir den Außenposten einnehmen. Genau, das ist ein Plan. Ich werde ihn wahrscheinlich eh schon wieder vergessen haben, aber ich kann mir die vorhin eher nochmal anschauen von mir. Genau, das ist ein Plan. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal von Let's Play Far Cry 3 oder irgendwas anderem. Okay, also, Vega sagt, ciao.